Ich habe Svenja Möbius versprochen, eine Vermisstenanzeige aufzugeben und das Jugendamt zu informieren, wenn wir nichts finden. Ich will Pizza. Und ich will, dass Paul Möbius nicht noch mehr Ärger bekommt, als er ohnehin schon hat. Und den Kindern würde ich das auch gerne ersparen. Hier gibt's bestimmt keine Pizza. Ja, aber hier können wir in der Sonne sitzen. Vielleicht schaust du erst mal in die Karte. So, grüß Gott. Sie wollen eine Karte sicher? Für den Herrn, der hat einen Bärhunger. Einmal, wenn Sie was brauchen, rufen Sie mich einfach. Mhm. Danke. Erzähl mir lieber, was du alles über Paul Möbius herausgefunden hast. Paul Möbius ist mit 19 wegen Fälschung von Kunstwerken, die dann später als Originale verkauft wurden, wegen Betrugs für über 2 Jahre ins Gefängnis gekommen. Und daraufhin wurde er von seiner Familie verstoßen. Das macht Sinn. Ist er seitdem noch mal auffällig geworden? Alles, was ich sonst noch herausfinden konnte, war, dass er vor 5 Tagen in der Georgstraße ein Ticket für Falschparken bekommen hat. Hier gibt's keine Pizza. In der Georgstraße? Da ist doch die Druckerei seiner Eltern. Was hat er da gemacht, wenn die angeblich keinen Kontakt haben? Der Vater hat auch gesagt, er hat gar keinen Sohn. Vielleicht lügt er generell. Und es hat doch Kontakt gegeben. Ich muss mit den Eltern reden. Vielleicht haben sie auch gelogen und wissen doch, wo er ist. Du wolltest mich zum Essen einladen. Jetzt rede ich erst mit den Eltern und dann melde ich mich, okay? Bis dahin bin ich verhungert. Isabella Schulien will noch einmal mit den Eltern von Paul Möbius reden. Sollte der dreifache Vater nicht schnellstens wieder auftauchen, droht seinen Kindern die Unterbringung in ein Heim. Frau Möbius, Herr Möbius, warten Sie. Mein Mann hat einen wichtigen Kontrolltermin beim Arzt. Also wir haben es jetzt wirklich sehr eilig. Das verstehe ich, aber ich muss mit Ihnen reden. Herr Möbius, ich weiß, warum Sie Ihren Sohn verstoßen haben. Er war im Gefängnis. Ach, Sie wissen gar nichts. Mein Sohn, der sollte die Druckerei übernehmen. Aber er musste ja unbedingt Künstler werden. Und als ich ihm das Studium nicht finanzieren wollte, da hat er kurzerhand einen Picasso gefälscht. Mein Sohn ist ein Krimineller. Mehr nicht. Ich verstehe die Enttäuschung Ihres Mannes. Aber hier geht es um mehr als verletzte Eitelkeit. Ihr Sohn steckt in Schwierigkeiten. Hören Sie, wir haben unserem Sohn wirklich alles gegeben, was er wollte. Das Einzige, was Heinz verlangt hat, war, dass er später mal die Druckerei übernimmt. Und das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt, oder? Vielleicht schon für einen 20-Jährigen, der noch andere Träume vom Leben hat. Ich meine, ich kenne Ihren Sohn nicht, aber haben Sie denn gar kein Verständnis für ihn? Hat meinem Mann damals das Herz gebrochen. Und was haben Ihre 3 Enkelkinder verbrochen? Warum lassen Sie die Kleinen im Stich? Die brauchen jetzt eine Familie. Also, ich muss jetzt los, sonst komme ich zu spät. Willst du nur mit oder nicht? Eins noch. Ich weiß, dass Ihr Sohn vor 5 Tagen vor der Druckerei war. Haben Sie mit ihm gesprochen? Frau Möbius, ich lasse Ihnen meine Karte da. Rufen Sie mich an. Ihre Enkelkinder wissen, dass Sie Großeltern haben und sie würden Sie so gerne kennenlernen. Nina und ihre Geschwister lassen es sich gerade schmecken, als plötzlich ihr Vater auftaucht. Und schmeckt euch die Pizza? Mhm. Kinder, ich bin's. Wo steckt ihr? Papa! Hallo. Oh, bin ich froh, euch zu sehen. Wo warst du? Wir haben uns solche Sorgen gemacht. Tut mir leid, ich hatte was zu tun. Aber das konnte einfach nicht warten. Naja. Hauptsache, du bist wieder da. Ja, ich wollte sehen, wie es euch geht. Ich muss gleich wieder weg, aber in 2 Tagen bin ich wieder da. Und dann gehe ich nie wieder, versprochen. Das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Wer sind Sie? Na, das ist Svenja, deine Schwester. Hi, Paul. Du bist groß geworden. Du hast dich kaum verändert. Naja, älter bin ich geworden und Vater bin ich auch. Ja, das weiß ich. Ich pass auf die 3 auf. Wissen unsere Eltern, dass du hier bist? Das ist wahrscheinlich auch besser so. Wie hast du uns überhaupt gefunden? Na, als du nicht nach Hause gekommen bist, da haben wir eine Anwältin eingeschaltet. Was? Das geht nicht. Das müsst ihr sofort beenden. Das kann mich in echte Schwierigkeiten bringen. Was hätten wir denn tun sollen? Die Polizei ist direkt vor der Tür gestanden. Was denn für Schwierigkeiten? Ich will verdammt noch mal wissen, was los ist, Paul.
Was für Schwierigkeiten? Ich war nur hier, um nach meinen Kindern zu sehen und um ein paar Sachen zu holen. Jetzt muss ich weg. Aber wohin? Svenja, in 2 Tagen bin ich wieder da. Dann erkläre ich alles. Versprochen. Aber du kannst deine Kinder doch nicht einfach wieder so alleine lassen. Svenja, ich bin sehr froh, dass du auf die 3 aufpasst. Aber ich kann dir im Moment nicht mehr sagen. Bitte. Du darfst keinem erzählen, dass ich hier gewesen bin. Ich habe da gerade was laufen, aber ich habe alles im Griff. Okay? Was heißt das? Hast du Ärger? Paul, verdammt, jetzt rede doch mal mit mir. In 2 Tagen bin ich wieder da. Ehrenwort. Du kannst jetzt nicht einfach so gehen. Das kann er doch nicht machen. Wenn Papa sagt, er kommt in 2 Tagen, dann kommt er in 2 Tagen. Ja, und was ist, wenn er diesen Ärger doch nicht in den Griff bekommt? Was ist, wenn ihm was passiert, Nina? Ich rufe jetzt die Anwältin an. Nein, nein, das darfst du auf keinen Fall machen. Papa hat gesagt, du sollst niemandem sagen, dass er hier war. Julien? Frau Julien, Paul war hier. Was? Wann? Er ist gerade weg. Und hat er gesagt, wo er hin wollte? Nein, aber er ist in Schwierigkeiten. Frau Julien, ich versuche, ihn aufzuhalten, aber er ist einfach genauso ein Dickschädel wie unser Vater. Ich habe Angst. Irgendwas stimmt doch da nicht. Zumindest wissen wir jetzt, dass er noch lebt. Ja, und was sollen wir jetzt machen? Ich warte gerade vor der Druckerei auf Ihre Mutter. Einer der Angestellten hat mir gesagt, dass sie immer vor Feierabend kommt, um nach dem Rechten zu sehen. Und wie soll meine Mutter uns da helfen? Ich bin mir sicher, dass Ihr Bruder Kontakt zu ihr aufgenommen hat. Zumindest hat er vor 5 Tagen einen Strafzettel für Falschpacken vor der Druckerei bekommen. Ach, da ist er. Behalten Sie die Nerven, ich melde mich gleich noch mal bei Ihnen, okay? Auf Wiederhören. Warten Sie auf mich? Nicht nur ich. Ich wusste nicht, dass ich Enkelkinder habe. Ich habe meinen Sohn 17 Jahre lang nicht mehr gesehen und nicht gesprochen. Bis vor 5 Tagen? Bis vor 3 Monaten. Da stand er plötzlich da, hier in der Druckerei. Und was wollte er? Ich weiß nicht genau. Erst dachte ich, er braucht Geld, wie immer. Aber das war's nicht. Wahrscheinlich hat er vom Herzinfarkt seines Vaters gehört. Die Arbeitszeit ist erst in 1 Stunde vorbei. Aber seit Heinz nicht mehr jeden Tag da ist, dann machen die alle, was sie wollen. Ich muss da mal nach dem Rechten sehen. Ulla hatte 15 Jahre lang keinen Kontakt zu ihrem Sohn. Erst die Tatsache, dass sie mittlerweile dreifache Oma ist, lässt sie ihr Verhalten überdenken. Ich verstehe es einfach nicht. Paul hat seine Kinder mit keinem einzigen Wort erwähnt, als er hier war. Offensichtlich steckt er in Schwierigkeiten. Davon hat er mir aber auch nichts erzählt. Hätten Sie ihm denn geholfen? Ja, wissen Sie, Paul hat seinem Vater zwar damals das Herz gebrochen, aber die Druckerei, die steht seit Generationen im Familienbesitz. Und Heinz wollte nicht der letzte Möbius im Geschäft sein. Und Svenja, Herr Svenja, die ist doch einfach noch zu jung dafür. Ja, Ihre Tochter ist 24 Jahre. Vielleicht hat er auch nur einfach Angst, sie zu fragen. Vielleicht hat sie auch andere Pläne für ihr Leben. Glauben Sie, dass meinem Sohn was passiert ist? Das glaube ich nicht. Er war vorhin bei seinen Kindern. Er ist wohl auf. Ich muss ihn finden. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass Sie mir dabei helfen können. Er hat eine der alten Druckermaschinen aus dem Keller geholt und mit dem Lieferwagen weggebracht. Der hier, der war's. Schauen Sie mal, sagen Ihnen diese Adressen was? Das ist ein Papierlieferant. Und das ist ein Großkunde. Das ist noch ein Kunde. Ach, die sagt mir gar nichts. Das ist am Stadtrand im Industriegebiet. Aber unter dieser Adresse ist kein Unternehmen gemeldet. Vielleicht steht es ja leer. Aber was wollte denn Paul da? Das frage ich mich auch. In einer leerstehenden Lagerhalle mit einer Druckmaschine? Ich fürchte, das bedeutet nichts Gutes. Aber diese Adresse ist der einzige Hinweis auf den Aufenthaltsort Ihres Sohnes. Ich muss danach sehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Mhm.
Und hoffentlich passiert meinem Jungen nichts. Ich melde mich, sobald ich was Neues weiß, okay? Wiedersehen. Nina macht sich unterdessen große Sorgen um ihren Vater und hält es für einen Fehler, dass ihre Tante die Rechtsanwältin darüber informiert hat, dass Paul wieder aufgetaucht ist. Du verstehst das nicht, Svenja. Wenn Papa in Schwierigkeiten steckt, wenn er irgendetwas angestellt hat. Was soll das denn sein, was er angestellt hat? Das ist doch jetzt egal. Aber wenn das rauskommt und alle informiert sind, das Jugendamt, die Polizei, und die erfahren das, dann bekommt Papa bestimmt richtig Ärger. Also wenn dein Vater irgendetwas Illegales macht, dann hat er nichts als Ärger verdient, Nina. Und wir? Ben, Celine, ich? Sollen wir bei dir wohnen oder was? Das weiß ich doch nicht. Keine Ahnung. Verdammt. Das ist Papas Tasche. Hat er die vergessen? Ich habe gedacht, er wollte Sachen holen und nicht hier lassen. Vielleicht hat er sie in der Aufregung echt vergessen. Dreckwäsche, Rasierzeug. Guck dir mal die Flecken an. Das muss direkt in die Wäsche. Das ist Druckerfarbe. Und das? Was ist das denn? Was soll das denn sein? Das sind Typbezeichnungen von Druckmaschinen. Vielleicht ist das ein Hinweis darauf, was dein Vater macht. Der verfolgt mich doch schon die ganze Zeit. Becker? Thomas, jemand verfolgt mich. Kennzeichen? MYN211. Habe ich. Wo soll ich hinkommen? Am besten in den Biergarten am Wald. In 5 Minuten bin ich da. Okay. Als Isabella Schulien in den Biergarten kommt, ist ihr der Mann immer noch dicht auf den Fersen. So, ein Bier bitte. So, gerne. Ja, danke. Was hast du für mich? Jochen Wischniewski, 38, mehrfach vorbestraft wegen Urkundenfälschung und Betrug. Ich bin mir sicher, dass dieser Typ da hinten am Tisch sitzt. Das ist der mit der Mütze. Und wenn er das ist, dann arbeitet er in der Druckerei von Herrn Möbius Senior. Ich habe den da vorhin gesehen. Und was sagt uns das jetzt? Wenn er mich verfolgt, dann heißt das, dass ihn meine Fragen zu Paul Möbius nervös gemacht haben. Kannst du nicht mal ins Industriegebiet fahren und schauen, was Paul Möbius dort macht und ob er da ist? Ich guck da nach den Kindern. Dann müssen wir aber erst den anhänglichen Herrn loswerden. Warte mal. Julien? Frau Möbius? Was denn für komische Notizen? Okay, ich bin gleich bei Ihnen. Passen Sie doch auf, verdammt! Entschuldigung, das ist mir jetzt aber echt peinlich. Ja, ist ja schon gut. Ja, lassen Sie mich ihm doch ein Bier ausgeben. Danke, also, nein, ich muss los. Ja, wieso können Sie doch nicht Auto fahren? Was, wieso nicht? Jetzt lassen Sie mich endlich in Ruhe. Ja, wenn Sie in die Polizeikontrolle kommen, dann sind Sie ein Lappen los. Blödsinn. Bist du weg? Ja, okay. Dann bin ich jetzt auf dem Weg ins Lagerhaus. Ciao. Die Anwältin ist auf die ominösen Aufzeichnungen gespannt und erreicht das Haus von Familie Möbius ohne ihren Verfolger. Hallo. 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 Gut, dass Sie da sind. Hier, das ist das Notizbuch, das ich in Pauls Tasche gefunden habe. Svenja meint, es hat etwas mit der Druckerei zu tun. Nicht nur das. Stehen Druckmaschinentypen drin, Auflagen, Farben, aber... Aber was? Ich bin praktisch in der Druckerei groß geworden und habe wie Paul Tinte in den Adern. Das sind eigentlich alles ganz normale Dinge, die man für eine Druckerei braucht. Aber das hier, das ist eine Spezialfarbe.
die je nach Blickwinkel die Farbe ändert. Sie meinen wie bei Geldscheinen? Dann sind da noch eine Palette Kaffee und eine Palette schwarzer Tee. Das verstehe ich nicht. Was haben denn Kaffee und Tee mit kriminellen Geschäften zu tun? Fälscher benutzen das in Kombination mit Hitze, um aus frisch gedruckten Geldscheinen gebrauchte Geldscheine zu machen. Ich komme. Ist mein Bruder wieder kriminell geworden? Was ist, wenn er wieder ins Gefängnis muss? Ich meine, ich liebe meine Neffen und Nichten, aber ich bin auch erst 24. Vielleicht ist doch alles anders, als es aussieht. Ich werde es herausfinden. Und sobald ich was Neues weiß, melde ich mich bei Ihnen, okay? Ja. Also, auf Wiedersehen. Tschüss. Isabella? Thomas. Hast du Paul Möbius gefunden? Ja, er ist hier. Okay. Ich komme sofort, ja? Bis gleich, ciao. Der Privatdetektiv will wissen, was in der Lagerhalle vor sich geht. Mithilfe eines Richtmikrofons kann er das Gespräch der Männer mithören. Paul Möbius wird von dem Mann, der die Anwältin verfolgt hatte, in die Mangel genommen. Du verschweigst mir was. Tu ich nicht. Was ist los mit dir? Wo warst du heute Nachmittag? Mann, ich bin seit einer Woche hier drin. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Wo warst du, verdammt? Spazieren. In der Stadt, im Biergarten, sowas halt. Im Biergarten? Genau. Was ist dein Problem? Ich krieg die Charge bis heute Abend fertig und alles ist gut. Thomas Becker hat genug gehört und ist sich sicher, dass die Männer etwas Kriminelles im Schilde führen. Um was es dabei genau geht, erfährt er kurz darauf von Rechtsanwältin Isabella Schulien. Und Becker, was ist los? Ich weiß nicht, was da läuft. Aber koscher ist das nicht. Nee, auf gar keinen Fall. Die drucken Falschgeld. Das kostet den lieben Familienvater locker ein Jahr. Allerdings, auf Geldfälschung steht ein Jahr Mindestfreiheitsstrafe. Mhm. Polizei? Ich weiß nicht, warum der Möbius seinen Kindern das antut. Polizei, ja oder nein? Nicht bevor wir mit dem Mann gesprochen haben. Okay, ich komm mit. Auf gar keinen Fall. Du bleibst schön hier und wirst alles im Auge behalten und wirst mich warnen, wenn der Wischniewski wieder auftaucht. Und im Notfall rufst du die Polizei. Okay. Herr Möbius, Sie wollten eigentlich bei Ihren Kindern sein. Wer sind Sie denn? Oh, Scheiße. Sie sind diese Anwältin, stimmt's? Richtig. Isabella Schulien, mein Name. Was ist hier los? Sie müssen gehen, sofort, bevor die anderen zurückkommen. Ich gehe nicht, bevor ich nicht weiß, was hier gespielt wird. Ich kann nicht drüber reden. Ich darf nicht drüber reden. Sie müssen gehen, sofort. Oh, Scheiße, die kommen zurück. Wir müssen abhauen, los. Ich weiß, dass Sie hier mit Wischniewski Falschgeld drucken. Weiß Ihr Vater davon? Natürlich nicht. Mein Vater hat keine Ahnung. Aber ich habe denen die Druckplatten gemacht. Die drucken hier toller runter. Sind Sie eigentlich verrückt geworden? Was soll denn aus Ihren Kindern werden, wenn Sie im Gefängnis landen? Sie verstehen das nicht. Da haben Sie recht. Das verstehe ich nicht, wie Sie Ihren Kindern das antun können. Hey! Ich kann alles erklären. Ich habe immer gewusst, dass mit dir was nicht stimmt. Das ist doch die Anwältin von vorhin, oder? Los, mitkommen! Los! Vorwärts! Rechtsanwältin Isabella Schulien hat herausgefunden, dass Paul Möbius Mitglied einer Bande von Falschgelddruckern ist. Aber das ist offenbar noch nicht die ganze Wahrheit. Los, raus mit euch! Macht auf da! Rein mit euch da! Vorwärts! Offensichtlich haben wir jetzt ein bisschen Zeit. Wie wäre es mit einer Erklärung? Tut mir echt leid, dass Sie da reingeraten sind, aber Sie hätten sich eben nicht einmischen sollen. Herr Möbius, Sie haben Ihre Kinder alleine gelassen. Sie waren Ihnen nicht erreichbar, haben sich nicht gemeldet. Die drei brauchen Hilfe. Ich habe geholfen. Sie haben ja recht. Aber als ich von Herzinfarkt meines Vaters gehört habe, da... Meine Kinder haben nur noch mich, sonst niemanden. Seit meine Frau abgehauen ist. Und genau deswegen hätten Sie Ihre Kinder nicht alleine lassen dürfen. Naja, ich wollte einfach meine Familie zurück. Und das war der einzige Weg, mich mit meinem Vater zu versöhnen. Indem Sie Falschgeld drucken? Na endlich. Leider nicht. Einsteigen.
Hast du wenigstens die Polizei verständigt? Nein. Oh Mann, Becker. Ich wollte sehen, was passiert ist, und da hat er mich erwischt. Ich glaube, es ist besser, wir legen uns jetzt alle auf den Boden. Polizei, ist festgenommen. Wir haben sie. Ich will jetzt sofort wissen, was hier gespielt wird. Dieser Wischnewski hat mich angesprochen, ob ich denen die Druckplatten machen kann. Ich kenne den aus dem Knast. Ja, ich bin zum Schein drauf eingegangen und habe mich bei der Polizei gemeldet. Und die haben Sie dann als verdeckten Ermittler engagiert? Sozusagen. Ich wollte meinem Vater beweisen, dass ich kein Krimineller bin. Und während Sie hier den Helden spielen, haben Ihre Kinder sich die größten Sorgen gemacht. Hätten Sie denen nicht Bescheid sagen können? Dieser Wischnewski ist ein übler Typ. Der war von Anfang an misstrauisch. Als hätte er geahnt, dass ich mit der Polizei zusammenarbeite. Ich dachte, wenn der von meinen Kindern erfährt, dass er die vielleicht als Druckmittel gegen mich einsetzt. Also wir wussten davon nichts. Wir wussten nicht, dass die Kinder alleine sind. Sie gehen jetzt sofort zu Ihren Kindern und bringen das in Ordnung. Tut mir leid. Ich bin jetzt mit Sicherheit der Letzte, dem Sie helfen wollen. Aber vielleicht könnten Sie meinem Vater erzählen, was ich getan habe. Ich habe einfach ein bisschen Angst vor dem Alten. Mal sehen, was sich tun lässt. Super. Zwei Tage später kommt es im Biergarten zur großen Familienzusammenführung. Paul hofft, dass sein Vater ihm nach 17 Jahren endlich verzeiht. Paul, stimmt das, was mir die Anwältin erzählt hat? Hast du deine Kinder allein gelassen, um diese Fälscher auffliegen zu lassen? Das war dumm von dir, du hättest zu mir kommen müssen. Ach ja. Ich schätze, diesen Anpfiff haben sie sich verdient. Unterschreib das, den hat die Anwältin vorbereitet. Dass wir alles seine Ordnung haben, oder? Du machst mich zum Partner in der Druckerei. Willkommen zurück, Junge. Papa, das sind deine Enkel. Endlich lerne ich euch kennen. Ich freue mich so. In den letzten 24 Stunden haben sich die Ereignisse überschlagen. Bei meinem ersten Treffen mit Nina in diesem Biergarten waren mir rechtlich die Hände gebunden, die Kinder vor der Inobhutnahme durch das Jugendamt zu bewahren. Es hat sich gelohnt, auf Risiko zu spielen. Denn jetzt haben die Kinder nicht nur ihren Vater, sondern auch ihre Großfamilie wieder. Und ganz nebenbei ist es mir auch gelungen, dass Jochen Wischnewski und seine Komplizen aufgeflogen sind. Die erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen Geldfälschung und Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und dafür gibt es eine mehrjährige Haftstrafe. Ich kann jetzt endlich mein Versprechen einlösen und den Bäcker auf eine Pizza einladen.